mal sehen, was für eine Puppe ich bekommen habe. Hoffentlich ist sie süß. Hallo. Das ist eine Müllpuppe. Du gehörst in den Müll. Hey, oh man. Barbie, du siehst schrecklich aus. Du musst definitiv dein Leben ändern. Guck mich nicht so an. Du bist so haarig. Lass uns das in Ordnung bringen. Was ist das für ein Zeug? So minzig. Du wirst strahlen und glitzern. Warum auch nicht? Ist das nicht schön? Ein Glitzerpeeling nur für dich. Fertig? Halt einfach still. Aber ich... Alles wird gut. Nicht sprechen, wenn die Maske auf ist. Du hast wohl noch nie einen Rasierer benutzt. Schon gut, ich hab dich im Handumdrehen bist du perfekt glatt. Okay, bist du bereit? Sag Hallo zu deinem glatten, haarlosen Du. Schau mal, wie viele Haare kleben bleiben. Unglaublich. So viele Haare, das ist verrückt. Ich fühle mich komisch. Wo ist mein Gesicht? Ich bin eine Puppe ohne Gesicht. Oh mein Gott. Ich bringe das schnell in Ordnung. Versprochen. Diesmal wird es besser. Ganz ruhig. Siehst du? Girl, wirklich? Pokerface? Okay, versuchen wir mal was anderes. Einfach hinlegen und entspannen. Ich möchte dich zum Leben erwecken. Schminken ist Kunst. Und das hier wird mein Meisterwerk. Nur noch ein paar Pinselstriche. Das ist wirklich toll. So innovativ. Lass mal sehen. Ei, dreh dich um. Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht fertig. Unsere Zauberzutat. So knautschig. Ein Beauty Blender. Du wirst sehen, das verändert alles. Du denkst vielleicht, dass du jetzt wie ein Clown aussiehst. Aber mit dem richtigen Blending Tool. Du bist zur Schönheitskönigin. Ich glaube, ich habe alles im Griff. Jetzt fehlen nur noch schöne Lippen. Wähle deinen Schmollmund. So viele bunte Möglichkeiten. Das hier. Gute Wahl. Jetzt kommen die süßen Glitzerküsse. Steht dir wirklich gut. Mehr Glitzer, bitte. Lass es regnen. So schön. Bitte nicht direkt ins Licht schauen. Jetzt ist alles fertig. Saftige Lippen für eine saftige Puppe. Fertig. Willst du mal sehen? Ist das schön? Schau, wie ich glänze. Schluss mit der Körperbehaarung. Du siehst so schön aus. Wer kann das sein? Oh, Sie haben eine dringende Lieferung. Bitte kommen Sie zur Tür. Ich komme. Was das wohl ist? Das war zu einfach. Lasst uns hier alles umdekorieren. Meine Schwester hat so ein langweiliges Zimmer. Und den Boden nicht vergessen. Was macht das Kind da? Oh nein, niemand hält mich. Die Puppe fällt runter. Was ist das denn? Barbie! Hey, fass mich nicht an. Wen haben wir denn da? Du könntest etwas Pep gebrauchen. Du hast keine langweiligen Haare mehr. Lass mich in Ruhe. So komisch. Was ist das denn? Hey, deine du. Winde. Wie kannst du es wagen? Oh nein, bitte vorsichtig. Ich werde diese ganze Dummheit aus dir herausschütteln. Sieh dich an. Wie viele Filzstifte hast du? Was hat er dir angetan? Mir egal. Du stinkst. Wenigstens hat er mich auf eine gute Idee gebracht. Schon mal was von einem glücklichen Zufall gehört? Oh, ich zeig dir gleich an. Diese Farben können wir zu unserem Vorteil nutzen. Warte, bis du das siehst. Du bist so schön in rosa. Ich fühle mich so schön in rosa. Meine Haare sind schöner als deine. Was? Girl, sei doch nicht so schüchtern. Wir müssen dich noch süßer machen. Ein Juwel zum Naschen. Eins nach dem anderen. Willst du gepierkte Ohren? Jetzt hast du sie. Hat doch nicht wehgetan, fertig. Oder? Fertig. Deine ersten Ohrringe. Sie sind wunderschön. Ich gehe nie wieder zurück. Girl, diese Ohrringe sind perfekt. Und mit der Kombination... Was ist das? Siehst du, was ich sehe? Diese Absätze sind so süß. Und dieser Mantel ist zum Sterben schön. So will ich auch aussehen. Wer will das nicht? Aber wie machen wir das? Das ist gar nicht so einfach. Man muss jeden Tag hart an sich arbeiten.
Das kann nicht jeder. Du siehst besser aus als deine Puppe. Wer, ich? Du bist zu nett. Ich werde nie so schön sein wie ihr beide. Oh nein, das Fernseher. Ich glaube, er ist kaputt. Barbie, bitte weine nicht. Schau mich an. Ich bin eine Katastrophe. Sag das nicht. Barbie, nicht weinen. Alles wird gut. Wir finden einen Weg. Hey Mädel, brauchst du Hilfe? Oh ja, ich brauche viel Hilfe. Darf ich mir das ausleihen? Es ist so weich wie Seide. Aber ich brauche noch viel mehr. Schon besser. Geh rein, Barbie. Das sollte dir perfekt passen. Siehst du? Aber kann ich mich darin auch drehen? Das wäre ein Ja. Ein Rock nur für mich. So cool. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Danke, ich bin ein... Ich wurde erstochen. Nicht bewegen. Das wird sich jetzt ein bisschen komisch anfühlen. Nimm das weg. Du bist gerettet. Deshalb trage ich Schuhe. Und jetzt brauchen wir welche für dich. Klingt nach einem Job für Agent Shoemaker. Das ist nur eine Leimpistole. Erst der Leim macht den Schuh perfekt. Fühlt sich warm an, oder? So, wenn er trocken ist, kannst du den Absatz machen. Ist das hoch genug für dich? Keine Angst, es wird glitzern. Und jetzt schütteln. Jetzt zeig mal, was du kannst. Das will ich nicht verpassen. Du rockst, Girl. Yeah. Diese Schuhe. Meine sind nicht so gut. Pass auf, Welt. Ich bin vom Müll zum Reichtum gekommen, Baby. Da ist sie ja. Wunderschön. Keine Körperbehaarung, nur Farbe. Das solltet ihr anderen Barbies euch merken. Denn ich bin hier, um zu bleiben und zu glänzen. Und viel Glück bei der Suche nach diesem Rock. Der wurde nur für mich gemacht. Schau dir das an. Das ist ein Traumhaus. Hat jemand Traumhaus gesagt? Ich bin total pleite, Barbie. Das sehe ich. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich tue wenigstens so. Guck mal, Girl. Warte. Hallo, guck mal. So viele Kartons. Barbie, Kitty, Barbie, warte. Wenn ich... Jetzt hast du eine Idee? Ja. Ich kann ein Haus aus Kartons bauen. Mal sehen. Hier ein bisschen falten. Hier ein bisschen einschneiden. Und? Fertig? Fertig. Komm schon. Das nennst du fertig. Wir brauchen Fenster. Viel Sonnenlicht. Was würdest du ohne deine geschickten Finger würdest tun? Würdest du in einer langweiligen Kiste leben? Gut gemacht. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Wir brauchen einen Farbklecks. Und pink ist immer die Antwort. Wow, guck mal. Ist das ein Schwamm? Schön knautschig. Perfekt für Barbies Bett. Hier kommt das Bettgestell. So bleibt alles an seinem Platz. Sieht das nicht gemütlich aus? Ein Bett wie für eine schlafende Schönheit. Da braucht man natürlich ganz viele Kissen. Wie schön. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ein romantischer Baldachin. Wie schön. Aber ich bin noch nicht fertig. Hallo, Glitzer. Der perfekte kleine Nachttisch. Der hat sogar winzig kleine Schubladen. Aber was ist ein Nachttisch ohne Lampe? Wie soll man sonst seine Bücher lesen? Und zu guter Letzt das Lampenschirmchen. Wunderbar. Gibt es hier Büroklammern? Ich brauche nämlich eine. Aber nicht, um Papiere zusammenzuhalten. Weißt du, was ich mache? Ich gebe dir einen Tipp. Er gehört in den Schrank. Genau, der Kleiderbügel. Für all deine schönen Sachen. Ein kuscheliger Teppich darf auch nicht fehlen. So schön für deine kleinen Füße. Ah, siehst du? Aber ich sehe noch etwas Braunes. Gut, dass ich noch was übrig habe. Jetzt ist diese leere Ecke ein Schwimmbecken. Keine Angst, da kommt noch richtiges Wasser rein. Das müssen wir erst draußen bauen. Du hast jetzt ein bisschen Privatsphäre. Gut, da muss Wasser rein. Das sieht aus wie ein richtiger Pool. Ein paar Stufen für deine Bequemlichkeit. Und ich weiß, du liebst deinen Sonnenschirm. Dieser Garten ist wunderschön. Ich bin begeistert. Hey, ich habe eine Überraschung für dich. Bist du bereit? Ist das alles für mich? Ein Himmelbett? Und meine eigene Garderobe? Das ist alles andere als eine Mülltonne. Ich habe sogar einen Garten. Du zitterst ja vor Aufregung. Nein, ich muss nur mal pinkeln. Gibt es hier eine Toilette?
Was? Soll ich alles auf den Boden machen? Im Ernst? Oh nein. Ich habe die Toilette vergessen, aber das kriege ich wieder hin. Hier. Ich brauche nur dieses Stück. Und einen Sitz für den Hintern natürlich. Ich hab's fast... Entschuldigung, ich war abgelenkt. Hier ist es. Deine Toilette ist unterwegs. Und sie sollte perfekt passen. Vielen Dank, meine Güte. Oh Mann. Alles in Ordnung da drin? Das sieht ja übel aus. Das war wirklich dringend. Du hast es eingefärbt. Ja, Barbys Stuhl ist bunt. Was für eine Erleichterung. Moment mal, es ist nicht der 7. August. Ich habe heute Abend eine Verabredung. Was soll ich nur machen? Ich bin noch nicht bereit für ein Date. Ist das die Tinder-Barbie? Sie sieht besser aus als auf den Bildern. Ich hätte ihr ein Geschenk mitbringen sollen. Blumen hätten sie glücklich gemacht. Wie konntest du das vergessen? Schau, ich hab dich kenn. Du solltest immer Blumen zu einem Date mitbringen. Auch wenn sie noch so klein sind. Schneide einfach hier, aber nicht ganz durch. Dann drehst du das Papier so. Und dann bindest du es mit Draht zusammen. So einfach ist das! Mach weiter, bis es aussieht wie eine Blume. Tada! Ein ganzer Strauß. Nimm etwas Papier, um ihn hübsch zu machen. Barbie wird ihn lieben. Was für ein Lebensretter. Hier geht nichts mehr. Hoffentlich gefällt er ihr. Barbie? Barbie, bist du das? Was? Hi, Ken. Wie süß. Sind die für mich? Die sind nur halb so schön wie du. Dieser Hof ist mega. Hier könnte ich den ganzen Tag liegen. Das wirkliche Leben ist so langweilig. Das ganze Bauen ist anstrengend. Nein! Jungs, euer Date ist so langweilig. Aber ich kann es lustig machen. Raus mit dir! Und wo ist mein Heißklebestift? Jetzt wird's interessant. Ich muss nur noch die Mitte ausfüllen. Ein Zickzackmuster geht am besten. Okay, fast fertig. Jetzt in die andere Richtung. Kommt dir das bekannt vor? Das sind Tennisschläger? Mit anderen Worten, unser Mittel gegen Langeweile. Ah, bereit zu spielen? Ich habe einen Ball gefunden. Hier, jetzt sieht er schon besser aus. Also, wer will spielen? Ich. Da macht Spaß. Ich bin nicht mehr müde. Zeig mir, was du kannst. Hey, du bist so stark. Ich hole den Ball. So weit kann es nicht sein. Wo ist das Ding? Ich hab dich gefunden. Das hat ja lange gedauert. Was in aller Welt bist du? Was für Zähne. Ich schnapp mir einfach den Ball. Einfach entspannt. Keine Sorge. Ich hol nur meinen Ball. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Warte, mit wem spricht Ken? Ah, wo kommt die denn her? Niemand vergreift sich an meinem Mann. Auf keinen Fall. Ich fasse es nicht. Und ich habe ihm einen blöden Kuchen gebacken. Das hat er nicht verdient. Adieu, Ken. Wir sind fertig mit dir. Wenigstens schmeckt er gut. Du hast ihn sowieso nicht verdient. Kein Kuchen für dich. Tut mir leid. Ich muss wieder von vorne anfangen. Und diesmal mit blauer Glasur. Der Kuchen wird noch besser. Schau einfach zu. Vergiss die Seiten nicht. Weich wie Butter. Gar nicht so schlecht. Und um es noch interessanter zu machen. Schau dir das coole Design an. Es ist so hypnotisierend. Ich finde, es ist Zeit für etwas mehr Farbe. Ich werde sie an den Seiten anbringen. Schöne Waffeln sind perfekt. Genau, rundum. Aber was kommt oben drauf? Vielleicht ein klebriges, zähes Gelee? Hey, das sieht ja aus wie ein Swimmingpool. Ist das nicht toll? Und die geheime Zutat ist... Rach! Oh, Ken? Was ist? Was, wo ist sie? Niemand vergreift sich an unserem Ken. Mädels, es ist nicht so, wie es aussieht. Und das Wasser ist schön kalt. Jetzt ist der Kuchen perfekt. Ein Sommergenuss. Und wir müssen sie nie wieder sehen. Wo ist sie? Ken, da drin wirst du sie nicht finden. Ich glaube, sie ist baden gegangen.
Was? Gütiger Himmel, so ein schöner Kuchen. Hast du meine Schwester gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen, tut mir leid. Ich wette, es geht ihr gut. Komm, Zeit für den Nachtisch. Das ist so lecker. Lass mich mal zubeißen. Das ist ihr Schuh, nicht gut? Na gut, niemand wird es erfahren. Wie auch immer. Habt ihr den ganzen Kuchen gegessen? Ich kann mich nicht bewegen. Schau, sie dreht sich um. Sie ist so süß. Wir müssen sie behalten. Komm her, Hündchen. Ich liebe sie. Ihr seht so süß aus. Ich mache euch ein Geschenk. Oh, ich weiß genau, was ich machen muss. Zuerst schneiden wir die Strohhalme ab. Ich habe meine Heißklebepistole zur Hand. Einfach seitlich in den Strohhalm drücken. Dann schnell noch einen drauf. Und so weiter. Bis es so aussieht. Siehst du das kleine biegsame Ding? Benutze es für die Ecken. Oh yeah. Und los geht's. Jetzt die obere Leiste. Passt perfekt. Jetzt die Stützbalken. Und los geht's. Hey, der Welpe passt drauf. Gefällt's dir? So ein braves Mädchen. Jetzt ist es richtig gemütlich hier. Komm her, mein Schatz. Endlich kann ich mich ausruhen. Warte mal, ich rieche etwas anderes. Was ist das denn? Ekelhaft. Frisches Häufchen auf der neuen Schaukel? Ich glaub das nicht. Ich brauche nur diese kleine Schachtel. Perfekt. Das Innere muss schön rosa sein. Und die Seiten auch. Wir wollen eine schöne, dichte Schicht. So, fertig. Jetzt noch etwas Kleber auf die Außenseite. Und einen Glitzerstreifen natürlich. Schließlich ist es Barbies Welpe. Sehr schön. Jetzt muss ich sie noch mit Sand füllen. Vielleicht dieser große Stein? Aber nicht als großes Stück. Nur ein bisschen. Lass es regnen. Jetzt kann der Welpe sein Geschäft machen. Braves Mädchen, du hast es geschafft. Gut gemacht. Und was machen wir jetzt? Die perfekte kleine Schaufel für das perfekte kleine Häufchen. Das war einfach, oder? Du kommst in die Mülltonne. Alte Barbie. Wo bin ich? Was für ein hässliches Gesicht. Das müssen wir ändern. Ich muss nur mein Gesicht abnehmen. Zuerst den Hals etwas strecken. So kann ich nicht aussehen. Zum Glück bin ich Barbie, die Pickelvernichterin. Ich werde euch alle los. Du wirst sehen. Jetzt die Augenbrauen zupfen. Ich will wie eine Schauspielerin aussehen. Sieht schön aus. Hey, meine Augen sind nicht grün. Schon viel besser. Und zum großen Finale. Mit der Gesichtsmaske ist das kein Problem. Rosa ist meine Lieblingsfarbe. Oh, du musst alles anmalen. Und jetzt das ganze Ding schälen. Das sieht schon viel besser aus. Großartig. Meine Haare sind auch hässlich. Strandblond ist definitiv meine Farbe. Ich habe gehört, dass Ponyfrisuren wieder in sind. Ich werde auf jeden Fall den Oscar gewinnen, weil ich so gut aussehe. Diese Haarnadeln sind niedlich. Mal sehen, ob es geklappt hat. Ich bin wieder ich. Ich möchte allen danken, die an mich geglaubt haben. Ich brauche einen Snack. Toll! Ein Mülleimer! Was ist das? Ich habe Hunger! Du kitzelst mich! Warte mal. Mache ich dir keine Angst? Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen, mein Freund aus Paris. Oh nein, mein Kleid. Ich brauche einen neuen Rock. Okay, das könnte helfen. Aber etwas fehlt. Ja, das ist es. Wenn ich genug habe, kann ich einen Rock nähen. Und es auf die Titelseite einer Modezeitschrift schaffen. Ich bin bereit für eine Party. Ich kann sogar darin tanzen. Hä? Ist das die komische Barbie? Warum sieht sie so schön aus? Das sieht nicht gut aus. Ich weiß, was du brauchst.
was machst du da? Ist dir nicht kalt, Barbie? Keine Sorge, der Mantel ist super kuschelig. Ich meine, warm. Oh nein, ich kann mich nicht bewegen. Aber ich kann so machen. Ja. Ich bin wieder frei. Man sollte mich Miss Unabhängig nennen. Aber es ist wirklich heiß hier drin. Was ist das? Rod? Warum regnet es ausnahmsweise keine Einhörner? Sie ist so unordentlich. Nachher ist der Brotregen gar nicht so schlimm. Für ein Sandwich würde ich jetzt alles tun. Das reicht. Lecker Käse. Lass los, du kleiner Nager. Mein Schatz. So ist es besser. Und mit aller Kraft drücken. Give me more. Genau so. Und jetzt noch etwas Farbe. Etwas Rot, etwas Blau. Vertraue mir. Du wirst es nicht bereuen. Barbie isst nur schöne Sachen. Ich liebe ein Mittagessen in Herzform. Die brauchen wir nicht. Grillkäse kommt sofort. Süß. Machen wir es auf. Das ist der beste Teil der Show. Ich hab doch gesagt, es lohnt sich. Jetzt wird gegessen. Ich bin satt. Mhm. Oh, was ist das? Ich habe gesehen, wie eine andere Barbie das getrunken hat. Lass uns Kakao machen. Ich glaube, ich brauche Milch und... den Kakao natürlich. Oh, oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn hier los? Ich wollte eine normale Hand. Ich glaube, ich weiß, was ich brauche. Es muss hier irgendwo sein. Nicht die Ratte. Pfeife? Nö. Eine Taucherbrille, genau. Ich gehe unter. Wow, eine Schatztruhe. Ich wusste, dass sie hier irgendwo ist. Ein Mixbecher? Genau den brauche ich. Gibt es dafür eine Anleitung? Ich hoffe, ich kriege das Ding zum Laufen. Ich habe nichts verschüttet. Und einschalten? Es klappt! Mir wird schwindelig. Und jetzt wird getrunken. So gut. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt muss ich den ganzen Dreck wegmachen. Wie bekomme ich das wieder sauber? Ich brauche ein neues Paar. Die passen nicht zusammen. Gelb steht mir nicht. Du verläufst dich nie wieder. Sie passen zu meinem Outfit. Wir wollen, dass sie noch mehr Spaß machen. Jetzt sind sie Geschwister. Sie brauchen Hände. Ich weiß, wie das geht. Meine Kopfmagnete reichen. Lass uns magnetische Haare machen. Du siehst jetzt toll aus. Hallo, Schwester. Hallo, meine Schöne. Lass uns Händchen halten. Du hast mir gefehlt. Lass uns feiern. Juhu, Spaß. Barbie, pass auf. Was ist das für ein Ding an meinem Schuh? Ich habe eine Idee. Lass uns Kunst machen. Pinsel hier etwas schöne blaue Farbe hin. Pass auf, dass du alles erwischst. Es muss klebrig sein. Komm, sei nicht sparsam. Streiche über den ganzen Glitzer, den du hast. Das wird ein tolles Ergebnis. Das ist ein Glitzerdonut. Für deinen Schuh. Und noch einen. Und noch einen. Jetzt siehst du viel cooler aus. Ich bin bereit für den Laufsteg. Ein Pompon für den letzten Schliff. Ich meine ganz viele Pompons. Sieht das nicht toll aus? Ich liebe es. Die Paparazzi werden begeistert sein. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Barbie, zeig ihnen, was du kannst. Stolziere so schön du kannst, Mädel. No! Was ist das? Was macht das komische Mädchen? Was zum Teufel ist das? So eine wollte ich schon immer haben. Das ist eine limitierte Auflage. Komm her, hübsche Barbie. Lass uns spielen. So ein Haus wollte ich schon immer haben. Und ich werde eins bauen. Ich brauche etwas Größeres. Das ist es. Und ist gar nicht so schwer zu schneiden. Sogar Barbies können sägen. Ich liebe Zickzack. Das sieht gut aus. Soll ich mich hier hinlegen? Und einen Barbie-Burrito machen? Das war ein Scherz. Das ist nur einer der Pfeiler des neuen Hauses. Was kommt als nächstes? Lass uns im Handbuch nachsehen. Ups, das würde nicht mal ein Genie verstehen.
So ist es richtig. Da steht nur, dass man ein bisschen zaubern muss. Ich glaube, ich brauche ein Eingangstor. Plock! Wer hätte gedacht, dass Bauen so viel Spaß macht? Soll ich mein Haar wie Rapunzel fallen lassen? Ist hier irgendwo ein schöner Prinz? Ich liebe mein neues Haus. Hier muss nur noch ein bisschen renoviert werden. Und hier. Und eine rosa Fahne. Oh nein, da komme ich nicht dran. Oh, ich weiß. Ich fühle mich wie Supergirl. Sieht perfekt aus. Und noch eine. Und der Arm ist wieder da, wo er hingehört. Schauen wir mal rein. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Ich fühle mich wie eine Königin. Aber jede Königin braucht ihre Flamingos. Von hier aus sieht alles perfekt aus im Barbie-Königshaus. Das muss ich ändern. Zuerst brauchst du so ein Ding. Mit Glitzer füllen. Jawohl! Und jetzt geht der Zauber los. Verteile den Glitzer überall. Ich will überall Glitzer sehen. Habe ich das gut gemacht? Wir können es noch schöner machen. Lasst uns malen. Hey, die Rosen sind rot, die Veilchen sind blau. Mein Haus braucht eine Decke. Und der kleine Stern ist gelb. Wie wäre es mit einem lila Herz? Das wird toll. Sieht toll aus, oder? Ich sagte doch, ich weiß, was zu tun ist. Alles ist bereit, so schön. Oh nein, hier darf es nicht regnen. Was ist das? Ist das Regen? Dieser Mensch ist so ungeschickt. Meine Haare werden nicht nass. Ich glaube, das klappt. Ich habe eine Idee. Hoffentlich klappt das. Hier regnet es nicht mehr. Nicht schlecht. Ich weiß. Ich brauche Licht hier drin. Funkel, funkel, kleiner Stern. So wird es hell wie die Sterne. Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Wow. Von hier aus kann ich die Milchstraße sehen. Ich liebe es, unter den Sternen zu schlafen. So schön. Das macht mich schläfrig. Ich glaube, ich habe heute zu viel gearbeitet. Autsch. Ich brauche ein Kissen. Vielleicht geht das. Das ist nicht gemütlich. Oh nein. Ich brauche etwas Weiches. Vielleicht finde ich draußen etwas. Schaukeln. Fester schaukeln. Eine bequeme Socke. Ich bin bereit, nach draußen zu gehen. Ah, wo ist meine zweite Socke? Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Genau das, was ich zum Schlafen brauche. Endlich kann ich gut schlafen. Ich will es noch schöner haben. Für mich natürlich nur das Beste. Es sieht so süß aus. So, Kumpel. Endlich ist es Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Träum was Schönes, Barbie. Das ist meine Chance, ins Schloss zu kommen. Es hat keine Wachen. Ich hole mir das Gold! Schlaf gut, Barbie. Warum geht die Alarmanlage an? Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo, ich werde verfolgt! Hilfe! Wer kann mich retten? Ich weiß es. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich muss eine größere Krabbe machen. Dann hat der kleine Kerl Angst. Und ein paar Gummibänder. Damit sie nicht wie eine Vogelscheuche aussieht. Das bringt sie auch in Bewegung. Fast fertig. Aha! Ich hab dich, kleine Krabbe. Jetzt beschützt du mich. Und los geht's! Du musst da rausgehen und den Kerl verprügeln. Ich vertraue dir mein Leben an. Du wirst ihn nicht schlagen. Komm her, du kleiner Spasti. Los! Ja, komm her. Ja! Du schaffst es, Krabi. Du schaffst es. Gegen mich kannst du nicht gewinnen. Oh nein, Krabi. Ich habe gewonnen, Barbie. Jetzt gehört alles mir. Wer schläft, verliert, Mädel. Was ist das? Schwanger?
Mein Kissen? Klar, wir müssen operieren. Okay, ich muss da rein. Bereiten wir sie für die Operation vor. Los geht's. Ich verspreche dir, du wirst nichts spüren. Ich habe Feenhände. Das habe ich in der Barbie-Schule gelernt. Mein Leben liegt in deinen Händen, Barbie. Halte durch. Danke, Krabbe. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Lass uns das rausnehmen. Es ist ein Junge. Herzlichen Glückwunsch. Moment mal, er sieht so gut aus. Ist er mein Traumprinz? Hör auf, rot zu werden, Barbie. Hey, Barbie, krieg ich einen Kuss? Du willst einen Kuss? Na gut. Eigentlich hat es mir gefallen, wie du mich geküsst hast. Du bist nicht mein Typ. Du kannst Krabbe küssen. So schmalzig. Was ist los mit dir? Du kannst mich nicht rauswerfen. Das ist mein Haus. Eine neue Schachtel? Ich glaube, ich habe ein neues Zuhause gefunden. Diese Schachtel ist gemütlich. Ein neues Zuhause. Armes Mädchen, du hast kein Zuhause und bist ganz dreckig. Ich nehme dich mit. Ich kümmere mich um dich. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, das ist mein Zuhause. Es ist sauber und ordentlich. Es ist... Das ist nicht dein Ernst. Sorry. Ich weiß, wie wir das hinkriegen. Wir brauchen nur etwas Zahnpasta. Oh, Mädel, ich kann so kaum atmen. Ich benutze dafür die Zahnbürste meiner Schwester. Hoffe, ihr macht das nicht aus. Ja, ich hoffe, das ist nicht dein Klopapier. Siehst du das? Oh, dein Gesicht ist so sauber. Ja, aber zu welchem Preis? Aber deine Haare. Zeit für ein Bad. Wow, du hättest mich erst zum Essen einladen können. Lass es regnen, ja. Das macht schon Spaß, ich geb's zu. Und, wie findest du's jetzt? So ein Bad hatte ich seit dem Sommer 62 nicht mehr. Oh Gott, bist du dafür überhaupt ausgebildet? Daumen sind gedrückt. Fast fertig. Oh, wir wollen die 2007er Britney-Frisur, ich seh schon. Lass mich sehen, wie ich aussehe. Okay, Süße. Ich hatte tagelang Kopfschmerzen, aber jetzt sind sie weg. Ich frag mich, warum. Meine Mutter meinte immer, du hast deinen Kopf, denk selber nach. Nun, Mama. Lass mich das nur kurz abschneiden. Und wir sind hier fast fertig. Wow, ich glaube, jetzt könnte ich einige Köpfe verdrehen. Autogramme nach dem Video. Wartet schön, Leute. Es ist zu heiß. Tut mir leid. Das ist besser. Nicht hinsehen, Kinder. Süße, du brauchst ein neues Outfit. Woran denkst du, böses Genie? Man könnte sagen, das Outfit passt wie ein Handschuh. Ich gehe da mal. Aber ihr müsst zugeben, dass das toll aussieht. Ja, das geht. Schätze schon. Mädel, du brauchst Schuhe. Kann ich selbstgemachte Jordans haben, bitte? Manchmal höre ich die Puppe mit mir reden, ich schwör's. Weil ich das tue. Egal. Ich mache dir Stiefel aus Nagellack. Genau wie die Nagelfrau sie macht. Jetzt müssen wir nur kurz warten. Ich finde sie toll. Seid bei dem Schritt vorsichtig, dieses Ding ist scharf. Chirurgische Präzision. Ich hoffe, dieses Knacken war nicht mein Bein. Geschafft. Bereit, von Mutter Natur gesegnet zu werden? Diese Schuhe sind wie ein blühender Garten. Ha, du bist so ein Hippie. Seht euch das an. Ich freue mich so. In den Schuhen fühle ich mich wie eine Königin. Oh, Süße, du bist nicht bereit für Absätze. Mann, das sieht so lecker aus. Essen ist wichtig. Hä? Babys brauchen auch Essen. Tut mir leid. Nicht mehr abbeißen, als ich schlucken kann. Süße,
die ist zu groß für dich. Aber ich habe eine Idee. Sieh mal. Eine winzige Version einer ganzen Küchenausstattung. Jetzt bereiten wir das Essen fürs Kochen vor. Ihr habt einen Strohhalm noch nie so benutzt, richtig? Ich wusste es. Ist das nicht die süßeste winzige Wurst? Gordon Ramsay wird mir dafür eine Medaille verleihen. Jetzt servieren wir das Ganze. Natürlich auf einem winzigen Teller. Wie süß. Jetzt noch ein Tropfen Ei. Ich kann nicht glauben, wie winzig alles ist. Wir dürfen auch das Eigelb nicht vergessen. Jetzt sieht's wie ein echtes Ei aus. Ich frag mich, ob Ant-Man auch zum Essen vorbeikommen würde. Zeit für ein bisschen leckere Soße. Oh, willst du auch welche? Endlich nicht. Wirklich, aber danke. Kein Problem. Ich bin eigentlich Veganerin. Oh. Ich will was Gruseliges schauen. Keeping Up with the Kardashians ist genau das Richtige. Ja, man riecht sich später, Süßer. Ups. Meine Augen. Es ist zu hell. Süße, du brauchst dein eigenes Zuhause. Okay. Gib mir das Geld dafür. Naja. Fangen wir an. Eine Montage von mir als DIY-Meisterin. Ich würde die nie wieder tragen. Aber diese Pappbox ist ein Schatz. Zack. Ja. Und hier sind die ganzen Möbel, die wir brauchen. Jetzt benutze ich meine Heißklebepistole. Ich trage die immer bei mir. Man weiß ja nie. Jetzt festdrücken. Sieh mal, Mama, ich bin im Fernsehen. Heute ist der Tag, an dem dieses Haus live geht. Man ist nie gemein, wenn man grün lebt. Das ist kein Sprichwort, aber ist ja auch egal. Danke, Candy. Tolle Arbeit. Jetzt wäre ich gerne eine Puppe, damit ich darin leben könnte. Oh, nur noch ein paar Details. Oh, ein Mini-Ankleidezimmer für deine pinken Klamotten, Süße. Sie mag pink, oder? Irgendwie schon. Perfekt. Oh, ein Eindringling war im Haus. Oh, Candy. Was hast du getan? Ich wollte beim Streichen helfen und habe die Treppe benutzt. Wie vorgesehen, ist das ein Verbrechen? Ist schon gut, Candy. Machen wir weiter. Das Wohnzimmer sieht mehr als wohnlich aus. Ihr wisst, dass ich bunte Farben liebe, oder Leute? Schön auffüllen, nicht schüchtern sein. Du bist auf jeden Fall eine talentierte Architektin und Innendesignerin, das gebe ich zu. Ah, jetzt kannst du in deinem Zimmer schlafen. Genau so. Bist du bereit für das Picknick? Nein, ich will eine Tasche für meine Sachen. Ah, eine Sekunde. Ich bastle was, was du sehr genießen wirst. Nochmal ein Disclaimer. Ich will keine verletzten Finger sehen. Wie sich herausstellt, kann man aus einem Ballon vieles machen. Oh mein Gott, was für ein bequemer, schöner Rucksack. Wuhu! Internet-Hacks waren noch nie so gut. Hey! Ha? So geht das nicht, Süße. Du brauchst ein Fahrzeug. Mit einer Klebepistole fühle ich mich, als könnte ich die Welt erobern. Erratet ihr, was das wird? Ich auch nicht. Gut, dass ich genug Eis für diesen Hack gegessen habe. Legt sie genauso hin. Und holt euch noch mehr CDs. Jetzt machen wir dir einen Korb für dein ganzes Zeug. Hier schneiden wir ihn ein. Und schieben das rein. Ha, seht euch dieses tolle Fahrrad an. Wie cool. Aber ich kann gar kein Fahrrad fahren. Hände aufs Lenkrad. Okay, Candy. Bist du bereit? Dann los. Mir ist etwas unwohl, ganz ehrlich. Du kannst das, Süße. Ja, komm her. Komm, komm, komm. Das fühlt sich an wie Freiheit. Süße, ich glaube, du bist bereit für Tricks. Nimm nur nicht wieder meinen Kopf ab. Oh, ich hab's geschafft. Wow. Schnell und glamourös. Wow. Ein Code Braun. Der winzigste Hund aller Zeiten. Ein Welpe. Du bist mein Hündchen. Wuff, wuff. Oh. Oh, er ist so süß. Nehmen wir ihn mit nach Hause. Ach, versprichst du dich, um ihn zu kümmern? Ich verspreche nichts, Frau. Okay, dann los. Juhu.
schon, Junge. Er braucht Futter. Ich weiß, was wir brauchen. Hä? Was? Meine Kehle ist okay, aber ich habe eine andere Idee. Ich brauche dieses kleine Plastikding. Heppen wir es auf. Sieht richtig edel aus. Jetzt kommt der nächste Schritt. Karateschlag. Eine für Futter und eine für Wasser. Er kann bestimmt lesen. Eine Schicht Nagellack obendrauf. Juhu! Bitte sehr, du kleiner Fellball. Junge, oh Junge. Futter. Uff, sehr lecker. Gut gemacht, Candy. Aber jetzt ist Schlafenszeit. Oh. Huh? Was? Wo seid ihr, Leute? Huh? Hey! Hunde dürfen nicht im Bett schlafen. Ich habe eine Idee. Eine sehr gute Idee. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, muss die leer sein. Dinge aufzupeppen ist nicht mein Job oder Hobby, sondern meine Berufung. Ein kleines Kissen für ein kleines Hündchen. Jetzt hübschen wir die Vorderseite noch etwas auf. Finden wir einen guten Platz dafür. Danke, mein Schatz. Ich werde dir für immer dankbar sein. Damit das Monster dich nicht kriegt. Badezeit. Hab nur deinen Spaß. Darf ich reinkommen? Okay, zuerst brauchst du einen Badeanzug. Welche Farbe magst du am liebsten? Lass mich nachdenken. Willst du die? Ja, machen wir ihn blau. Cool, dann legen wir los. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist mal ein schickes Bikini-Oberteil. Zeit für die Hose. Ganz ruhig, SpongeBob. Dich meine ich nicht. Die Ballons retten uns wieder mal. Wenn sie nicht glitzern, bestehen sie den Test nicht. Oh, das sieht unglaublich gut aus. Fühlt sich an wie Urlaub. Danke, dass du dich um mich kümmerst. So, lass uns etwas Spaß haben. Was meinst du damit? Bitte sei vorsichtig. Oh! Sie kann nicht schwimmen. Hilfe, irgendjemand, Hilfe! Wir filmen doch nicht Titanic. Warum bin ich unter Wasser? Ich kann dieser Süßen helfen. Ich komme. Yippie. Wow. Das habe ich noch nicht mal für meinen Schatz Batman gemacht. Bin ich ein Simp? Komm her, junge Dame, ich hab dich. Juhu. Du hast sie gerettet. Jetzt bist du sicher, Baby. Ihr zwei solltet auf ein Date gehen. Batmans Höhle war nicht verfügbar, aber das sollte auch gehen. Ich mochte Marvel schon immer. Nun, was hättet ihr gerne? Ich hätte gern einen Salat. Mhm. Salat? Ich hätte gern ein Steak. Ein Steak? Okay, ein Steak. Mhm. Leute, wir haben nichts anderes, also wird es Pizza.